Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom GIF-Castle Friends Glitch zeigen. Ja, endlich gibt es wieder eine vernünftige Version vom GIF-Castle Friends Glitch. Hat ja auch lang genug gedauert. Was braucht ihr dafür? Ihr und euer Freund, ihr braucht auf jeden Fall eine MOC. Wo ihr das auf der Map macht, das ist wirklich völlig egal. Ihr braucht euch auch nicht zu verglitschen. Wie gesagt, den Glitch könnt ihr überall auf der Map machen. Ihr sollt auf jeden Fall... ihr braucht auf jeden Fall eine Oppressor MK2, das ist ganz wichtig, ohne diese wird es nicht funktionieren. Und ihr müsst auf jeden Fall zusehen, dass ihr die Oppressor MK2 zusammen mit den Allergies in eine Garage stellt. Ich habe es jetzt bei mir in die Agenturgarage, habe ich sie reingestellt, also ich habe mir da jetzt Allergies halt reingestellt, die Autos halt, die ich nicht mehr benötige. Und hat halt noch einen Oppressor MK2, weil ihr den sonst hinterher nicht mehr in die MOC halt reinbekommt. Und wenn ihr dann soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, begebt euch einfach dann mit eurem Freund an irgendeinem Ort. Euer Freund soll ja schon mal am besten das Auto anfordern, was ihr euch ziehen wollt. Euer Freund geht dann hinter eure MOC. Ihr geht dann eintreten mit nahen Freunden und Crew. Wenn euer Freund jetzt mit in die MOC gezogen wird, ist auch nicht schlimm. Euer Freund kann dann ganz einfach wieder rausgehen. Wir steigen dann auf unseren Oppressor MK2 auf, den haben wir dann vorher schon in die MOC reingestellt. So sind wir dann jetzt draußen angekommen, ja, dann brauchen wir einfach nur von dem Oppressor einfach absteigen, dann begeben wir uns zur Straße, klauen uns dann irgendein NPC-Auto, welches NPC-Auto ist auch völlig egal. So haben wir uns das Auto geschnappt, stellen wir das Auto einfach hinter unsere MOC, steigen dann wieder auf unsere auf die Oppressor MK2 drauf. Die meisten werden den Glitch noch ungefähr so kennen wie damals mit der Sanchez. Nur mit der Sanchez wird es halt jetzt nicht mehr funktionieren, weil mit der Oppressor MK2 schweben wir in der Luft und haben somit keinen Kontakt zum Auto und deswegen funktioniert das wieder. So, bei mir habe ich jetzt gerade die Anzeige nach rechts, um die Düppel abzufeuern. Das ist auf jeden Fall nicht so berauschend. Mal einmal nochmal kurz testen und dann sollte es eigentlich auch funktionieren. So, ich kann das Steuerkreuz nach rechts drücken. Das drücke ich jetzt, Steuerkreuz nach rechts, dann werdet ihr kurz einen schwarzen Bildschirm bekommen. Das Auto ist weg, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt könnt ihr euch auch nicht mehr bewegen mit der MK2. Einfach nur absteigen. Jetzt begeben wir uns ein paar Meter weg von der MOC. Lagern dann einmal unsere MK2 ein. Und fordern uns dann einfach das Auto an, was wir dann in der Garage stehen haben. In meinem Fall ist es der Allergy. So, wir warten einmal, bis die Allergy dann geliefert wird. Erst wenn der Allergy geliefert wird, geben wir erst zu dem Auto, was wir uns ziehen wollen. Das ist auch wirklich ganz wichtig. So, wir haben gesehen, der Allergy wurde geliefert. Jetzt steige ich einfach in das Auto ein, was ich ziehen will von meinem Freund. So, wie gesagt, ich steige einfach ein und unser Freund zieht uns dann in seine MOC dann einfach mit rein. So, ihr seht, wir sind jetzt in der MOC angekommen, ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes muss unser Freund uns einfach nur eine Einladung in seine MOC reinschicken, weil ansonsten kommen wir aus unserer MOC nicht mehr raus. Aber das Auto haben wir auf jeden Fall jetzt schon gezogen. Wir warten kurz auf die Einladung. Da ist sie auch schon angekommen. So, sind wir dann bei ihm dann in der MOC angekommen. Können wir diese auch dann ganz einfach dann wieder verlassen. So, und wenn ihr euch jetzt dann das nächste Auto ziehen wollt, geht halt jetzt nicht so, also ihr könnt halt jetzt nicht mit der MK2 einfach in die MOC reinfahren. Das geht leider nicht, weil da bekommt ihr eine Fehlermeldung. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ihr die MK2 dann halt zusammen mit den Allergies, die ihr verbrauchen wollt, einfach zusammen in eine Garage zusammenstellt. Ich fahre jetzt einfach mit dem Auto, was ich mir jetzt gerade gezogen habe, in die Agenturgarage, weil da auch da die MK2 drin steht. Und tausche die MK2 dann mit dem Auto aus und sozusagen ist dann die MK2 steht dann sozusagen dann jetzt in der MOC dann drin. Einfach austauschen. So, wir begeben uns dann wieder zu unserer MOC. Ich glaube mir gerade das Straßenfahrzeug, das kann ich auch dann gleich direkt benutzen. Unser Freund holt seinerzeit schon das nächste Auto. So, wir gehen dann wieder in unsere MOC rein, Eintritt mit nahen Freunden und Crew. Steigen dann wieder auf unsere MK2 dann auf. R2, um aus der MOC rauszufahren. So, wunderbar. Dann wieder absteigen. Dann klauen wir uns wieder ein NPC-Auto. Wie gesagt, welches NPC-Auto ist, egal ob es jetzt groß ist, mit einem großen Dach, kleinen Dach, das ist wirklich völlig egal. Gegen eine NPC-Karre einfach schnappen. Dann stellen wir sie wieder hinter unsere MOC. Ich
schnappen uns dann wieder das MK2 Bike und machen denselben Schritt wie eben neu. So, sobald wir jetzt Steuerkreuz nach rechts drücken können, bei mir steht das noch mit einem Doppel-A, jetzt kann ich Steuerkreuz nach rechts drücken, wunderbar. Bekommt ihr wieder kurz einen schwarzen Bildschirm, Auto verschwindet, einfach absteigen, wieder ein paar Meter vom MK2 entfernen, dann können wir das Fahrzeug auch dann ganz einfach wieder einlagern und fordern uns dann wieder ein Elegy oder irgendein Auto aus dieser Garage halt an, was wir nicht mehr benötigen. So, und dann warten wir einmal, bis das Auto wieder geliefert wurde auf der Map. Da steht es, perfekt. Ja, jetzt gehen wir wieder zu dem Auto, was wir uns ziehen wollen. Und unser Freund zieht uns dann wieder in seine MOC mit rein. Wir werden aber dann nicht in seine MOC landen, sondern landen in unsere MOC. Ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, jetzt muss unser Freund uns wieder in seine MOC einladen. Die nehmen wir einmal an, warten wir, bis wir in den MOC gelandet sind. Können diese dann auch dann ganz einfach dann wieder verlassen. Und ja, wenn ihr jetzt wieder so weitermachen wollt, dann holt euch wieder das Auto aus der MOC raus, fahrt das dann wieder in die Garage, wo auch der MK2 drin steht. Somit tauscht ihr das Auto mit der MK2 dann aus und so könnt ihr dann immer weiter fortfahren. Und ja, das war es auf jeden Fall schon soweit mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.